Supermarkt, früher, Obst, Gemüse abwiegen. Obst, das hat ja früher der Kreisler gemacht. Gell? Früher hat der Kreisler gesagt, das wiegt und hat einen Preis verlangt. Und jetzt? Jetzt ist ja Wahnsinn. Jetzt muss immer ich mich darum kümmern, beim Supermarkt, um welche Frucht passt zu welcher Taste. Da. Dieses Obst-Memory. Da. Ich mag das nicht, ich mag es nicht. Ich nehme ja immer Bananen, immer, immer. Ich mag gar keine Bananen, Bananentaste 1, das weiß ich jetzt, das habe ich mal. Das ist super, das ist überall. Billa, Merkur, Spar, von Wien bis Bregenz. Wissen Sie, ich habe mich erkundigt, wissen Sie, was in Rio de Janeiro die Bananentaste ist? Was glauben Sie? Richtig! Man sitzt in der ersten Reihe, sind immer die Ehrgeizigen. Sehr gut. Viele Freunde wirst du in der Schule nicht haben, das sage ich dir. Ich hätte an deiner Stelle 4 gesagt. Das mal. Na, gut, passt schon, sehr schön. Mitarbeitsplus. So, 1. So, das musst du bitte, das muss man sich mal vor. Gemeinsam, stellen wir es. Bitte, auf unserer Welt funktioniert nichts, aber die Bananentaste haben es abgesprochen. Das ist ja interessant. Ich habe mir schon oft überlegt, das machen sie wahrscheinlich auf diesem G20-Treffen. Ja, da sagen sie wahrscheinlich, pass auf, über das Klima, über Banken können wir uns eh nicht einigen. Was ist denn bei euch die Bananentaste? Also, ich glaube, die Banane ist von unserer Welt der kleinste gemeinsame Nenner. Das ist, aber ich habe mir jetzt schon oft überlegt, warum ist die Banane der Obst-Champion? Warum? Und ich bin, glaube ich, draufgekommen. Und ich habe meiner Merkur-Filialleiter, habe ich jetzt letztes Mal von meiner Erkenntnis in Kenntnis gesetzt. Ja, ich habe ihm gesagt, ich habe gesagt, Herr Distelbeck, ich glaube, das ist deswegen, weil der Mensch doch spürt, dass er vom Affen abstammt. Das. Wissen Sie, was der zu mir gesagt hat? Er hat gesagt, da sind wir froh, dass wir nicht vom Mad abstammen, weil dann wäre das der einzige Bremsleitung. Das hat der. Nein. Ein Tipp. Der kriegt keinen Tipp mehr. Der kann mich echt. Ich nehme immer Bananen. Immer. Ja, gut. Manchmal nehme ich Marillendrück, das der eins, weil dann weiß ich, was Marillen wert wären, wenn es Bananen wären. Das ist ja. Ist ein Hobby. Das kostet nichts. Nehme immer Bananen. Nehmen Sie immer Bananentaste. Auch bei Zucchini drücken Sie Taste 1. Die in der Kasse merkt es auf die nicht. Die denkt ja, die sind noch nicht reif. Da sitzen ein paar Tippen, das sage ich noch. Banken bitte. Früher haben Sie einen Erlagschein für uns ausgefüllt. Das ist ja auch nicht mehr. Jetzt rennst du ja schon gegen die Überweisungsmaschine. Es ist ja alles bei dir. Ich wollte letztes Mal ein Konto eröffnen. Hat der zu mir am Schalter gesagt, das macht er nicht mehr. Das muss ich jetzt zu Hause machen. Online. Er hat zu mir wortwörtlich gesagt, das ist ein neues Service von uns, das Sie selber machen. Das ist ja super. Ich habe noch gesagt, danke. Also das muss sein. Na, die wollen uns nicht mehr, die Banken. Ja? Außer man kann den Kredit nicht zurückzahlen. Dann kommen sie. Ja. Aber dann kommen sie auch nicht persönlich. Dann schicken sie das Frontfutter. Ja? Gerichtsvollzieher. Ja? Der steht da vor meiner Tür und sagt, wir müssen leider Ihre Wohnung räumen. Na, weiß ich jetzt schon, was ich sage. Da sage ich, das müsst ihr online machen. Online. So geht's. Das sage ich zu ihm, pass auf, da kannst du gehen auf meine neue Homepage www.meinvermögenkriegs.net. Von dort kannst du was runterladen. Du kannst mal einen Kuckuck draufpicken. Ich bin ein virtueller Schuldner, mich gibt's gar nicht. Du kannst mich beim Facebook als Fan hinzufügen. Starbucks-Kaffee, sonst draufkommen, der Kunde könnte der Kellner sein. Das ist überhaupt das Beste. Da bin ich. Und dann zahle ich dort jedes Mal am Preis. Ich glaube, ich kaufe eine Plantage. Also, wenn die Kosten ersparen ist, das wird mir ja gar nicht weitergeben. Das tun sie mir noch drauf addieren. Also, ich habe jetzt durchgerechnet. Ich bin bei 87 Firmen gratis Mitarbeiter. Gratis. Ich habe jetzt geschworen, kommenden Dezember, ich gehe auf alle Weihnachtsfeiern. Auf alle, ja. Denen fresse ich die Brote weg. Also, das mag ich. Am meisten, wissen Sie, was mich am meisten ärgert? Am meisten ärgert mich Tankstelle. Tankstelle. Das ist ja, wo ist denn der Tankwart? Wo ist er denn? Muss ich ja fragen wie bei einem Hund. Ja. Beim Auto ist er nicht mehr. Wo ist er denn? Ein Hund ist ja besser, der kommt irgendwann. Der Tankwart nicht. Nein. Der Tankwart, in den letzten Jahren bist du einsam allein beim Auto und der Tankwart ist in der warmen Glashütte. Und was macht der Tankwart jetzt plötzlich? Brot backen.
Ciabatta belegen. Warum? Ich gehe auch nicht zur Bäckerei, so bitte drei Mondstritzen und sagt, haben wir nicht, aber ich kann beim Autosöl kontrollieren. Also das. Ein Dankwart. Das soll, was ein Dankwart machen soll, steckt schon im Namen. Das soll danken und warten, nicht Brot backen. Das ist so eine Servicewüste in Österreich. Man hat ja auch Probleme. Ich habe ja oft Probleme. Ich habe im Winter eine sehr schlechte Durchblutung. Und im Winter habe ich eine zittrige Hand. Deswegen mit dem Zapfstutzen wackelt dann oft. Und da bin ich oft nervös mit dem Zapfstutzen. Und vor dem Tanklo tue ich schon abdrucken und tue daneben pritschen. Da brauche ich einen Profi beim Auto. Das habe ich auch letztes Mal der Tankwartin bei der Chat-Tankstelle erklärt, dieses Problem, während sie Leberkäse aufgeschnitten hat. Wissen Sie, was die zu mir gesagt hat, wie ich das erklärt habe? Sie hat gesagt, wenn Sie beim Tanken daneben britscheln, müssen Sie halt im Sitzen tanken. Das hat sie gesagt. Danke, sehr lieb. Danke, danke, danke. Na, super. Na, super, danke. Danke. Schön, dass wir uns wiedersehen. Super. Taugt mir. Ja. Bei mir hat es in den letzten Monaten viel getan, viel. Ich habe mich jetzt untersuchen lassen, also ich war bei meinem Arzt, beim Dr. Friesenbichler, und der hat mich noch mal untersucht, gesundheitlich, und hat gesagt, ich bin gesund, das ist mein Problem. Dann hat er zu mir gesagt, damit es mir besser geht, muss ich mich ändern. Ich muss mich ändern. Da habe ich gesagt, Herr Doktor, ich möchte mich nicht ändern, ich möchte die anderen ändern. Hat er zu mir gesagt, naja, wenn Sie sich ändern, kommen Ihnen die anderen anders vor. Dann habe ich gesagt, gut, das stimmt. Das ist also, und ändern. Der Mensch fängt ja mit dem Ändern meistens optisch an. Gell, da geht es am leichtesten. Und dann habe ich mir einen neuen Trainingsanzug. Dann habe ich, ja, und der ist schon schöner. Hm? Der ist schon, der. Schauen Sie, den letzten, den Sie gesehen haben, der war vom Kick. Habe ich zu mir gesagt, komm, Klaus, gönn dir was, geh zum Taco. Na? Und das spürst du gleich vom Material. Nein, es ist. Italienisch geschnitten, super. Und der Doktor hat zu mir gesagt, mein Problem, warum ich mich schlecht fühle, ist ja nicht die Gesundheit, sondern der Ärger. Ich ärgere mich zu viel. Ja, aber da bin ich in Österreich angeblich nicht alleine. Es gibt mittlerweile eine Studie über den österreichischen Ärger. Haben Sie das gewusst? Es gibt eine, wenn man die österreichische Ärgerenergie speichern könnte, 24 Stunden lang speichern könnte, Ärgerenergie, Vogelzeigen, Scheibenwische, alles Energie. Wenn du das in Österreich 24 Stunden lang speichern könntest, kannst du damit 50 Jahre lang im Wiener Praterstadion das Flutlicht brennen lassen. Das ist ja Wahnsinn. Habe ich gesagt, Herr Doktor, das ist ja vielleicht eine Chance für Österreich. Vielleicht kann man das mal nützen. Vielleicht erfindet einmal irgendjemand einen Ärger-Akku. So einen Akku, den man sich umschneidet im Alltag und wo man alles reinspeichert. Na sicher, den ganzen Ärger speichern. Wenn mich dann beim Autofahren wer schneidet, sage ich gleich, danke, danke, mit dir betreibe ich da den Geschirrspüler. Ich meine, es gibt jetzt die Technik, versucht ja auch dorthin sich zu entwickeln. Es werden von Samsung gerade Mobiltelefone entwickelt, die laden sich auf, wenn man sie anschreit. Wirklich, das kommt jetzt. Das ist ein Wahnsinn. Da brülle ich in Zukunft 3 Stunden lang auf mein Handy ein und dann kann ich dem anderen zumindest eine SMS schreiben. Ruf dich an, wenn ich wieder eine Stimme habe. Ja. Das ist der Fortschritt. So, gut. Ich habe gesagt, Herr Doktor, wir werden in Österreich über kurz oder lang alle mal Wutkraftwerke, Energieselbstversorger, da sind wir ähnlich unabhängig. Da brauchen wir das Gas von den Russen nicht mehr und die Ölscheichs können ihre Pipelines auch umbauen zum Wasserrutschen. Ja? Hat der Doktor mich gleich unterbrochen und gesagt, ich schreie schon wieder zu viel. Er hat gesagt, Schreien ist schlecht, weil Schreien ist die Luft, die Probleme zum Atmen brauchen. Das habe ich auch nicht verstanden. Also das ist so. Und sie sagt, passen Sie auf, Herr Doktor, die Welt ist voller Probleme und der Mensch ist das Sieb, bei ihm bleiben Sie hängen. Das hat er nicht verstanden. Also das war ein sehr schwieriges Gespräch. Und dann hat er mir gesagt, der Weg zur Zufriedenheit ist auch der, dass man fremden Ärger durch sich durchlässt. Nicht speichern, er hat es mir beim Autofahren erklärt. Wenn er beim Autofahren auf der linken Spur fährt, auf der Autobahn, 130 km/h,
Mir ist auch links nicht erlaubt, obwohl das in Österreich ein Geheimnis ist. Ja? Und er wird von hinten anblinkt, dann lässt er es einfach durchblinken. Er lässt es durch. Er sagt, manchmal nützt er sogar die Energie vom Hinteren und dreht das Abblendlicht ab. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, wie er letztes Mal vom Wien Auhof weggefahren ist und hinter ihm war so einer. Also bis am Städten hat er auf den nicht reagiert, na, auf den Blinker. Na, erst in Linz hat er reagiert. In Linz hat er dann bei seiner Heckscheibe eine Rollo runtergelassen, auf der ist gestanden, Jesus liebt auch dich. Hab ich gesagt, was Sie waren das? Und dann hat der Doktor mir diese Kiste zusammengestellt. Diese, wissen Sie, was das ist? Eine Zufriedenheitskiste. Ja. Eine Satisfaction Box. Auf Englisch klingt es gleich besser. Ja. Und mit dieser Kiste übe ich an der Zufriedenheit. Ich übe total. Zum Beispiel das macht sehr zufrieden. Diese Mappe, das müssen. Gib was weiter, das ist sehr schön. Die Zufriedenheitsforschung hat jetzt herausgefunden, wenn du als Mensch von dir was hergibst, kriegst du das dreifach zurück. Ja. Und dieses Thema habe ich dann in meinem Stammwirtshaus besprochen, im Gasthaus Schwammer, mit dem Stammtisch, mit dem Ritschi und mit dem Peter. Und wir haben am Stammtisch gesagt, wir machen jetzt was, wir gründen in Österreich das erste Bildungswirtshaus. Ja. Wir stellen Kindern unser Know-how gratis zur Verfügung. Und wir haben sofort gemerkt, der Bedarf ist da, sofort. Weil die Wirtin, die Frau Schwamm, hat gesagt, das hat uns noch gefehlt. Gut, und bitte, Bildung ist ja jetzt ein Riesenthema in Österreich. Man muss was tun. Seit der PISA-Studie, ich meine, mich hat schon schockiert, was da drinnen gestanden ist. Also, ich meine, ich weiß nicht, ob Sie es gewusst haben, die Detailergebnisse, aber die Hundeschule in Neulenkbach hat besser abgeschnitten als die Hack in Eisenstadt. Ich meine, gut, viele Kinder sagen, mir ist die PISA-Studie wurscht, die kann sie nicht lesen. Aber das ist keine Lösung. Und dann haben wir noch Alltagsmathematik entwickelt, ein ganz neues Fach. Wir haben versucht, den österreichischen, unsere Erfahrungen im österreichischen Alltag in mathematische Formeln umzusetzen. Ja? Zum Beispiel, wir sind draufgekommen, was ist Vermögen mathematisch, unserer Erfahrung nach? Vermögen sind wir draufgekommen, ist Vermögen minus Vermögensberater. Das ist eine Lebensformel. Das ist so, oder? So, oder? Wenn man sich mal wo bewirbt, für die Kinder, wenn sie sich wo bewerben, müssen sie wissen, erster Eindruck, was ist der erste Eindruck mathematisch? Das ist alles, was du später merkst, minus später. Das ist der erste. Das ist super. Die Kinder fragen ja oft, wissen Sie, Kinder fragen ja oft, wann bin ich erwachsen? Was ist Reife mathematisch? Reife mathematisch ist auch ganz einfach, sagt man einfach, Reife ist alles, was Spaß macht, minus alles, was Spaß macht. Dann bist du einer von uns, kann man sagen. Dann gibt es natürlich schwierige Formeln, zum Beispiel, das ist eine sehr österreichische Formel, sicher nicht plus nicht mit uns, ist gleich Lehrergewerkschaft. Das ist das, ja. Und vielleicht, wenn Ihnen zum Schluss noch eine Formel, eine ganz wichtige, das ist eine ganz wichtige Formel, das müssen Sie, das ist eine österreichische Formel. Schmiergeld mal Schwarzgeld hoch Liechtenstein ist gleich Unschuldsvermutung. Das ist gar nicht. Das war jetzt Mathematik. Ich merke, ich freue mich, Ihre Begeisterung, super. Biologie möchte ich vielleicht jetzt auch noch ein paar Worte verlieren. In Biologie gehen wir ganz neue Wege. Also weil in Biologie, wir versuchen da Fragen zu beantworten im Bildungswirtshaus, wo es noch nie Beantwortungen gegeben, also noch nie. Zum Beispiel, wir fragen unsere Kinder dann zum Beispiel Sachen wie, wo war die Küchenschabe vor der Erfindung der Küche? Oder das ist auch eine tolle Frage, da werden wir die Kinder auch damit fordern. Wenn ein Fuchs sich in der Nacht in seinem Bau fürchtet, kriegt er dann eine Gänsehaut? Und wenn ja, hat er dann Appetit auf sich. Das ist ja so. Also, Sie sehen, wir gehen dorthin, wo es wehtut.
Das macht auch nicht zufrieden. Was macht zufrieden? Was macht so richtig zufrieden? Das, angeblich, das macht sehr zufrieden. Sport, Sport. Man muss Sport machen. Da kommen die Endorphine. Ja. Man muss halt, man muss ja Zeit lassen. Also die Endorphine Stress ums Gehirn. Also es ist... Nein. Nein. Der Doktor hat gesagt, am Anfang beim Sport, man muss immer dehnen. Dehnen ist ganz wichtig. Dehnen. Er hat gesagt, ich soll mich, er hat gesagt, oben soll ich mitdehnen, im Kopf. Ja, oben bin ich total verkrampft, hat er gesagt. Ja. Ja, er hat mich nämlich gefragt, ob ich Angst vor Veränderung habe. Habe ich gesagt, nein, ich habe Mut zur Beständigkeit. Und wissen Sie, was auch interessant ist? Es gibt ja Millionen Lebewesen auf der Erde und Wissenschaftler haben jetzt herausgefunden, wir sind das Einzige, das freiwillig Sport macht. Die haben gesucht, nur einen Deppen findest du nicht. Es gibt nichts, was freiwillig, nichts. Es gibt keine Amöbe, die sagt, ich trainiere mich rauf zum Schimmelpilz. Gibt's nicht. Gibt. Auch Hängebauchschweine. Ein Hängebauchschwein steht nie in der Früh auf und sagt, heute mache ich Sit-Ups. Nee. Hängebauchschweine sind ganz schön gescheite Wesen. Die sagen, pass auf, wenn wir alle dieselbe Problemzone haben, dann hat keiner ein Problem. Also die. Die haben sich auf was geeinigt, das war gut. Auch ein Nilpferd, das, ein Nilpferd spiegelt sich ja auch im Wasser, aber das denkt sie doch nie, hab ich einen dicken Hintern. Ich könnte mir von Stepper stellen. Na, ein Nilpferd ist doch locker. Ein Nilpferd sagt, es passt, solange ich Nilpass. Und wenn das nicht mehr geht, bin ich ein Staudamm. Na, es ist. Wissen Sie, oft glaube ich nicht, der Sport macht zufrieden, sondern die Gelassenheit gegenüber dem Sport. Das muss man auch mal sagen. Aber das, wissen Sie, was zufrieden macht? Das, das muss man ausprobieren. Das ist ganz super. Wissen Sie, was das ist? Das ist ganz super. Das ist die Pessimismusbrille. Ja. Als Pessimist bist du viel dankbarer. Viel, sofort. Beispiel. Stellen Sie sich vor, eine Sternschnuppe fliegt über den Himmel. Ja? Der Optimist, der wünscht sich einen Ferrari, eine Villa, die Pamela Anderson. Der Pessimist wünscht sich nur, dass sie nicht trifft. Ist schon besser dran, oder? Ein Pessimist, wenn ein Pessimist in ein Flugzeug einsteigt, der ist sich sicher, dass der Flieger abstürzt. Sicher. Und dann freut er sich, wenn er nur entführt wird. Pessimist sagt, besser in Damaskus landen als gar nicht. Das passt. Ein Pessimist hat ja auch immer einen Plan B, gell, immer. Der hat einen Plan C, D, E. Ein Pessimist ist überrascht, wenn Plan Y funktioniert. Das ist ein guter Tag, ne? Optimist, wenn Plan A nicht geht, was macht der? Nochmal Plan A, noch, der hat so eine Lernkurve, tut sich nichts. Aber Optimismus ist auch, das ist auch erkrankt, ist aber nicht heilbar. Ist nicht. Am Wiener Zentralfriedhof, da gibt es wirklich einen Grabstein, auf dem steht, vorübergehend verstorben. Ich meine, er hätte auch ein Schild drüber hängen können, komme gleich oder sowas. Nein, ist ja Wahnsinn. Es ist ja auch dieser bisschen. Der Optimismus hat ja auch viel Unheil angerichtet, viel. In der Geschichte, denke ich mir oft. Stellen wir uns mal vor, der Adolf wäre damals kein Optimist gewesen. Das wäre viel besser gewesen für die Geschichte. Als Pessimist wäre der nicht einmal in Liechtenstein einmarschiert. Da hätte er gesagt, das schaffe ich nicht. Das Pessimist hätte sich zurückgezogen nach Braunau. Hätte dann einen Zeichenkurs besucht. Wäre Kleingärtner wäre er geworden. Sicher, ein bisschen einen Klopfer hätte er gehabt, hätte wahrscheinlich die Gartenzwerge in Truppenform aufgestellt. Und er hätte dann zum Nachbarn rübergerufen, seit 5.45 Uhr wird zurückgegossen. Ja. Ein Depp mehr in der Nachbarschaft, das wäre nicht aufgefallen. Aber das ist ja. Auch in Beziehungen nehmen Sie einen Pessimisten. Ein Pessimist ist nie untreu, der denkt sich, ich finde eh keine andere. Naja, aber als Pessimist, man muss umdenken. Man muss. Pessimist fragt ja nie, ist Glas halb voll oder halb leer, sondern muss es noch erwaschen. Man muss komplett, aber es ist toll. Es gibt ja leider keine pessimistischen Geschäfte in Österreich. Kein. Ich kenne nur eins in Klosterneuburg, das Reisebüro Heimweh. Das gefällt mir.
Das taugt mir. Das ist der Herr Suttner, der Chef. Der taugt mir total. Wenn du dort die Tür aufmachst, sagt er gleich, fahren Sie nirgends hin. Fahren Sie nirgends hin. Sagt ihm, in Ägypten gibt es Anschläge, in Italien Algen, in Frankreich Franzosen. Bleiben Sie zu Hause. Das sag ich. Super. Mir taugt es total dort. Das Geschäft ist immer voll mit Leuten. Immer. Und die Leute kommen zufrieden zurück. Die kommen zurück, kreidebleich, ausgeraubt und mit Malaria und sagen, Herr Suttner, es war gar nicht so schlimm, wie Sie gesagt haben. Schon super. Naja. Aber richtig zufrieden macht der Pessimismus noch auch nicht so richtig. Was macht zufrieden? Was macht richtig zufrieden? Angeblich, unser Körper speichert Leiden und das muss man rausschreien. Das Körper raus. Jetzt habe ich mir versucht, in meine Körperteile reinzuversetzen. Wie geht's Körper? In alles habe ich mir zum Beispiel da oben. Ich lieg beim Friseur am Boden. Ich bin ein männliches Haar. Warum lässt mich der Besitzer liegen? In mir steckt die ganze DNA. Drum freu dich doch, wenn das Haar wird Licht, weil nur eine Glatze mit der Polizei nicht spricht. Oder die Nase. Die Nase hat auch viele Konflikte. Ich bin das linke Nasenloch und ich finde es widerlich, weil das rechte Nasenloch riecht was anderes als ich. Ich riech Minze, es riecht Zimt, ich sag Kokos, es sagt Oregano bestimmt. Zunge und Magen fragen, was das soll, alle haben von der Nase die Nase voll. Selbst im Kopf ist die Frage aufgetaucht, warum die Nase zwei Löcher braucht. Hier rechtes Nasenloch, lass uns mutig sein, reißen wir die Wand zwischen uns ein. Ja. Oder. Ich leg mich jetzt auf die faule Haut, weil die fleißige ist zu klein. Weiter bin ich nie gekommen. Wenn Sie am Montag in die Arbeit gehen, denken Sie an das Lied. Wer sich in der Arbeit einen Haxen ausreißt, wird in der Freizeit humpeln. Danke. 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 Sind Sie schon mal mit Ihrer Psyche fortgefahren? Das geht. Das nennt man Charakterseminar. Ja, das hat mir der Doktor empfohlen. Da geht man zu einem Hypnotiseur und dieser Hypnotiseur ist mit mir in Trance gegangen und ich bin mit meinen Eigenschaften auf ein Seminar gefahren. Ich habe dir noch nie vorher gesehen. Ich und meine Eigenschaften, alle waren wir im Reisebus am Weg zum Seminarhotel. Alle. Am Steuer ist gesessen meine Orientierung. Unten am Gaspedal ist gesessen mein Leichtsinn. Und der Leichtsinn hat versucht, die Vorsicht zu rempeln, weil die Vorsicht hat das Bremspedal umklammert. Ja. So, ich habe sehr turbulent im ganzen Bus, weil der Geschäftsmann wollte dauernd Heizdecken verkaufen. Die Geschmacklosigkeit hat nach vorgerufen, dreht's doch Radio Burgenland lauter. Und der Schmäh ist in der letzten Reihe gesessen und wollte alle unterhalten. Der hat gesagt, Leidl, Herz her, was wünschen Sie die meisten Männer beim Sex? Ha, eine zweite Person, lele. Daneben saß das Niveau, ist vorne noch frei. Wir sind dann losgefahren über eine sehr kurvige Bergstraße, sehr zum Leidwesen von der Empfindlichkeit, weil nach der 12. Kurve schaltete der Magen innerhalb von der Empfindlichkeit auf Schubumkehr, katapultierte sich raus, landete am Faltenrück von der Eitelkeit. Gucci! Dann nimmt der Geiz, ich zahle nicht die Putzerei. Hab gesagt, die Kinder, wir beruhigen uns. Beim Seminarhotel angekommen, alle Eigenschaften haben ein Zimmer bezogen. Der Neid hat sich gleich beschwert. Der Neid hat gesagt, der Scham hat schon wieder das größere Zimmer gekriegt. Ist sofort die Gewissenslosigkeit zum Neid. Er hat gesagt, pass auf, wenn du willst, schon wieder den Scham zur Seite, lass mir einen Unfall löschen. Er hat gesagt, Kinder, wir beruhigen uns, wir treffen uns im Seminarraum. Ja, im Seminarraum haben die ersten Eigenschaften Platz genommen. Einer hat sie unterm Sessel versteckt. Er hat gesagt, setz dich doch zu uns, Minderwertigkeitskomplex. Jetzt haben aber einige Eigenschaften gefehlt. Jetzt habe ich den Überblick gefragt, der Überblick, wo sind denn die ganzen Eigenschaften? Hat der Überblick gesagt, na, es ist so, der Schlaf hat am Gang die Müdigkeit getroffen, die sind sofort gemeinsam aufs Zimmer gegangen. Die Umständlichkeit hat einen ziemlichen Klopfer versucht, über die Hotelfassade in den Seminarraum zu klettern. Ja, und der Hausverstand ist schon wieder beim Biller. Okay, so, also gut. Also, okay.
Das ist mir egal, wir fangen an Heimweh, komm weg von der Tür und hör zum Weinen auf. Ich wollte das Motto des Tages auf ein Flipchart schreiben, aber fürs Flipchart war leider zuständig die Vergesslichkeit. Habe ich es auf die Wand geschmiert, das war ein Vorschlag vom Pfusch. Habe ich es auf die Wand geschrieben. Interne Regierungsklausur. So, habe ich gesagt, liebe Eigenschaften, jetzt pass auf. Ab sofort gibt es in mir drinnen keine impulsgesteuerten Einzelentscheidungen mehr. Nein, ab sofort müsst ihr im Gefühlsparlament eine Mehrheit bilden und von der lasse ich mich steuern. Gab es gleich einen riesen Rumoren unter den Eigenschaften. Die Gefräßigkeit hat sich als Erste gemacht. Also ich kann mir eine Koalition mit der Enthaltsamkeit bitte nicht vorstellen. Also das habe ich gesagt, ja, wer könnte miteinander? Hat sich ein berüchtigter menschlicher Clan in eine Ecke zurückgezogen. Die Geschwister Gier, Neid, Hochmut und Zorn. Die Gefühlsdoltens. Und die sind nach einer halben Stunde zurück ins Plenum und gesagt, also wir könnten so eine Koalition auf breiter Basis durchaus vorstellen. Haben auch eine Ministerliste präsentiert und gesagt, also die Unberechenbarkeit kriegt das Finanzressort, Gesundheitsressort kriegt die Sucht und der Verkehrsminister wird der Pepe Gruber. Haben die anderen gesagt, ja Moment einmal, die waren die letzten 30 Jahre an der Macht, da machen wir nicht mit. Es kam zu einer Riesenschlägerei der Eigenschaften im Seminarraum. Der Ehrgeiz hat einen Kerzenleuchter genommen, auf die Faulheit eingeschlagen und gesagt, wegen dir waren wir 12 Jahre in der Volksschule. Der Mut hat den anderen Kerzenleuchter genommen, den durch den Raum geschossen, er ist eingeschlagen, im Fenster vom Wintergarten, das Kostenbewusstsein, oh Gott, der Pfusch geht es Bigma. Die Kraftanstrengung hat den Gegner 4 Stunden lang im Schwitzkasten gehalten. Was war die Ausdauer? Der war's wurscht. Eine ist auf den Tisch gestiegen und gesagt, also ich finde euch alle super. Habe ich gesagt, Opportunismus, fahr nach Haus und nimm's Heimweh mit. Zur Mitternacht gab es dann endlich eine Entscheidung. Haben gesagt, also wir haben uns geeinigt, wir werden alle Minister, es gibt in dir keine Opposition und du bleibst im Ausnahmezustand. Habe gesagt, Freunde, ich habe den Eindruck, als Mensch übernehme ich nach außen nur mehr das Reden, aber nach innen gar nicht mehr das Sagen. Hat der Überblick die anderen angeschaut und gesagt, Freunde, wir können heimfahren, der Chef hat's gecheckt. Also, das ist auch. Was macht Frieden? Das hat mich dann auch nicht zufrieden. Was macht Frieden? Ich hab viel noch probiert. Wissen Sie, was Frieden macht? Das müssen Sie ausprobieren. Ich habe zum Beispiel, was angeblich zufrieden macht, jeden Tag, schreiben Sie sich jeden Tag auf, was Sie nicht erledigen müssen. Das nennt man Not-to-do-Liste. Not-to-do. Ich habe heute zum Beispiel geschrieben, Dinosaurier füttern. Super. Oder mit Delfinen so lange schwimmen, bis depressiv sind. Das muss ich auch nicht. Ich sage Ihnen, ich habe in letzter Zeit oft den Eindruck, je mehr man die Zufriedenheit sucht, umso besser versteckt sie sich. Wissen Sie, oft in letzter Zeit denke ich mir, vielleicht sollte man als Mensch nicht dauernd immer Zufriedenheit suchen, sondern auch mal die Unzufriedenheit akzeptieren, begrüßen. Das macht eh keiner. Könnte man mal, na sicher, wenn einmal die Gier hochkommt, so, sagt man, hallo Gier, hallo, na, nimm dir das letzte Stück Torte, nimmst du. Also da sagt die Gier sicher immer, so schmeckt es mir nicht. Ich sage Ihnen, ich glaube, man muss seine Nachteile, man darf es nicht bekämpfen, man muss auch begrüßen. Ja. Wissen Sie, reden wir oft. Wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Ein Hai, der lernt ja auch nicht Rücken schwimmen, damit man seine Flosse nicht sieht. In diesem Sinne, schönen Abend.